in Österreich. Und es soll auch die nächsten Tage so bleiben. Und darum haben wir uns entschieden, schon mal ein Stück Richtung Heimat zu fahren. In Bayern ist es vielleicht ein bisschen besser. Wir werden uns überraschen lassen. Und das seht ihr, wie immer, nach dem Intro. Angekommen. Und wie ihr seht, es regnet im Moment mal nicht. Und darum wollen wir jetzt auch schnell unser Vorzelt aufstellen, denn für die nächsten Tage ist doch nass gemeldet. So, fertig aufgebaut. Flaggenparade ist auch schon abgehalten. Der Tag ist mein Freund. Und da es weiter trocken bleibt, sehe ich mich auf dem Campingplatz um. Wir wollen nach Garmisch-Partenkirchen und landen zuerst in Partenkirchen. Entdecke mit uns gemeinsam Partenkirchen. Schlendere mit uns durch die historische Ludwigstraße mit ihren bunt angemalten Häusern. Und so oft wie wir auch schon da waren, wir entdecken immer wieder Neues. Die Lüftelmalereien zeigen uns sowohl religiöse als auch weltliche Bilder. Manchmal verraten sie für dieses Gebäude charakteristische Begriffe. So ist manchmal der Beruf des Hausherrn zu erkennen. Oder besondere Ereignisse. Oder sie sind einfach nur schön anzusehen. Was aber bleibt, ist die bayerische Gemütlichkeit. Zahlreiche kleine Läden und typisch bayerische Gasthäuser präsentieren die traditionelle Vielfalt. Wir kommen nach Garmisch und entdecken zum ersten Mal den Michael-Ende-Kurpark.
1990 hatte Michael Ende im Garmischer Kurpark eine Kaiserlinde gepflanzt, um seine Verbundenheit mit seinem Geburtsort auszudrücken. Der Kurpark wurde 2009 zu Ehren des Autors in Michael Ende Kurpark umbenannt. Michael Ende zählt zu den erfolgreichsten deutschen Jugendbuchautoren. Bücher wie Die unendliche Geschichte oder Lukas der Lokomotivführer sind internationale Erfolge und waren vielfach Grundlage für Film und Fernsehen. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Hier am Walchensee regnet es weniger als in Garmisch. Drum sind wir mal bis hierher gefahren. Vielleicht haben wir ja wirklich Glück, wobei ich das nicht so wirklich glaube. Wir schauen einmal. So laufen wir durch den Ort Walchensee. Aber so wirklich will keine Lust aufkommen. Ich versuche mal mit Farbe die Tristesse des Regentags zu übermalen. In Kochel am See finden wir diesen Helden. Er wurde zur Anerkennung und zum Lob der bayerischen Bauernkrieger errichtet. Ein Spaziergang am Seeufer beendet den Tag. Der neue Tag bringt uns Motorradwetter. Und weil die Strecke um Walchensee und Kochelsee so schön zu fahren ist, sind wir wieder hier. Über Bad Kohlkrub kommen wir nach Oberammergau, wo im kommenden Jahr die Passionsfestspiele stattfinden sollen. Dann rollen wir entlang des Plansees nach Reutte. Um dann nach Ehrwald und Garmisch abzubiegen. Kurz hinter Murnau klingelt das Telefon und ich muss rechts ran. Welcher Zufall! Vielleicht weißt du ja schon, was sich hier hinter verbirgt?
Dann hat Kalimoto sich ein bisschen verrechnet. Die App sagt mir, dass ich links abbiegen soll. So finden wir diese interessante Ausstellung. Ein Murnauer Fotograf hat sie installiert. Hätten wir sonst nie gefunden. Und als wir am Plansee entlang cruisen, wird das Grinsen unter dem Helm wieder ganz breit. Endlich ist es wieder trocken. Die Sonne hat uns wieder, es ist zwar etwas windig, aber das ist nicht so schlimm. Wir wollen die nächsten Tage mit Wandern und Spazierengehen verbringen. Denn vielleicht sind das die letzten Tage im goldenen Oktober. Im Werdenfelser Land befand sich früher eine mehr oder weniger zusammenhängende Buckelflur. Rund um Mittenwald existieren heute die größten Buckelwiesen-Restbestände im gesamten Alpenraum. Auf dem kalkreichen Untergrund entwickelte sich eine mehr oder weniger zusammenhängende Buckelflur aus tausenden einzelner Hügel von 50 bis 100 cm Höhe. Da die wellige Oberfläche einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung hinderlich war, wurden große Teile der Buckelwiesen eingeebnet. Vor allem in Gräben und an steileren Hängen blieben aber noch größere Bereiche erhalten. Wenn der Mensch die Natur machen lässt, entstehen oft seltsame Kunstwerke. Wir durchwandern einen Wald, der große Laich- und Brutgebiete beherbergt. Er liegt an den Ufern des Barmsees. Rund um den Barmsee finden wir Heustadel, die noch immer genutzt werden. Und wenn dieser alte Ahorn erzählen könnte, unser Weg führt uns zum Krubsee. Natürlich liegt der Verweis da. Die Badesaison ist vorbei. Aber bald kommt ja die kalte Jahreszeit. Und dann gibt es sicher viel Spaß auf dem gefrorenen Wasser.
Heute verlegen wir unseren Standort. Wir fahren zum Rieksee nahe Murnau. Hier haben wir uns zu einer Wanderung verabredet. Schon früh kommen wir am Münterhaus vorbei. Hier lebte Gabriele Münter mit Wassily Kandinsky. Wir nehmen den Drachenstich-Rundweg. Auf dem knapp 6 Kilometer langen Rundwanderweg bekommt man einen Eindruck von der Vielseitigkeit der Landschaft um Murnau, wie das Murnauer Moos und den Staffelsee. Die Sage vom Murnauer Lindwurm existiert schon seit dem 8. Jahrhundert. Der Murnauer Lindwurm soll nämlich am Drachenstich, einem kleinen Wasserfall, arme Jungfrauen verspeist haben. An dieser Stelle wurde später ein Theaterstück aufgeführt und dem Drachen der Garaus gemacht. Punkt. Wir ziehen weiter. Mit 6 Kilometer Länge ist der Drachenstich-Rundweg ein landschaftlich schöner Themenweg. Dann kommen wir zum Staffelsee und schon bald wieder nach Murnau. Und als wir die wenigen Kilometer zum Campingplatz fahren, empfängt uns dort die Sonne. Konnte das nicht den ganzen Tag so sein? Am nächsten Tag hat es uns kalt erwischt. Was soll's? Wir wollen uns in der Nähe umschauen und fahren nach Seeshaupt am Starnberger See. Leider hat uns das Wetterglück verlassen. Also laufen wir im Regen entlang des Seeufers und durch den Ort. Eindrücke wollen aufgesammelt werden. Und dann finden wir einen Ort von Interesse. Der Schaugarten Seeshaupt gehört zu den Sehenswürdigkeiten am Starnberger See. Der Lehr- und Erlebnisgarten lädt seine Besucher zum Verweilen und Genießen ein. Um 2500 Quadratmeter groß soll dieses kleine Paradies sein. Selbst jetzt im Herbst und dazu noch im Regen zeigt er eine große Farbenvielfalt. Heute gehen wir die nächste Etappe an, die uns ins Rheintal bringen wird. Doch dazu mehr in der nächsten Episode. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert.
man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.